Leute, willkommen zurück bei einer Runde des Game Dev Tycoon. So, ich mache gerade noch hier. Doch, passt. Kleine Auftragsarbeit. So, bevor wir hier gleich weiterlegen. Spiel wird es nicht wieder spielen. Ja, genau. Da wird mir gerade die Erweiterung ausgebracht von Knights. Die läuft ja auch und bringt gut ändern. Und wir werden gar nicht lange fackeln und. Spielemesse war auch, ja. Zack, 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 da kommen die Leute. Ja, bist du sehr ausgewählt worden. Sehr schön. Wir machen ein paar Auftragsarbeiten und werden dann gleich wieder. Es leckt schon wieder ein bisschen. Eine Erweiterung für das Spiel machen. Weil die Leute brauchen Erweiterungen. Sie lieben Erweiterungen. Oder. Eins gehen wir noch, wir werden noch trainieren. Du brauchst nämlich Design. Dich wollte ich auf eine Mischung von beiden hin trainieren. Nämlich Sound. Brauche ich auch noch Design für dich. Du kriegst Geschwindigkeit dazu. Du auch Geschwindigkeit noch dazu. Du auch Geschwindigkeit noch dazu. Und da auch Geschwindigkeit noch dazu. So viel Geschwindigkeit kannst du nur gucken. Ja, und irgendjemand spielt die ganze Counter-Strike Global Offensive. Ja, Philipp, ich weiß, ich meine dich damit. So, und ich werde weiter noch kurz was Neues erlernen. Isorius Unterstützung. Probieren wir es. Oh, Blizzard 5 wurde veröffentlicht. Gibt es bei uns noch nicht, aber gibt es so in diesem Game. Ihr seht schon wieder, die Kosten werden schon wieder sehr hoch und die Einnahmen gehen zurück. Daher werden wir nach dem Training gleich wieder eine Erweiterung rausschießen. Ansonsten wird es ein Verlustgeschäft werden. So, das hat er. Perfekt. Addon entwickeln. Für Knights. Wir nennen es Knights. Crusade, das passt ja, Kreuzzug. Spielengine, wir haben nur MMORPG 2, also MMORPG Engine, die passt immer noch dafür. Und starten die Entwicklung. So. Ich brauche nichts mehr umsortieren, die haben schon alles so. Ich könnte hier noch ein bisschen was hoch, geht sieht das aus. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Nein, verdammt. Na gut, okay, ganz kriege ich es nicht hin, aber lass mir so. Natürlich werden wir den Hype noch etwas erhöhen, weil ich will gut verdienen damit. Eine große Kampagne bitte. Danach machen wir eine neue Engine. Die wird gleich als nächstes aufgegeben. Und nach dem neuen Engine werden wir einen neuen Spiel entwickeln. Wir haben jetzt Mittelalter-Rollenspiele, wir wissen, es gehen noch andere guten Rollenspiele. So, das haben wir eigentlich auch schon alles gut überlegt und alles schon gut sortiert, sage ich mal. Da brauchen wir nichts umändern mehr. Die Leute sind etwas besser drin. Jetzt schon, hier habe ich schon Verluste gemacht. Und auch schon Verlust. Hier sieht es auch nach einem Verlust aus. Ja. Da ist gut, dass wir jetzt schon wieder an einer Erweiterung arbeiten. Ja, da machen wir wieder ein bisschen Gewinn. Okay. Sound. Ich werde den Sound etwas runternehmen. Soundtrack. Dafür die Grafik rein. Spieldesign braucht mehr. Grafik braucht auch mehr. Nehmen wir das weg. Surround Sound will ich schon. Okay. Kriege ich euch dynamische Welt noch zustand? Nein. Realistisches Wetter? Nein. Dann lassen wir es so. Nur wenn ich die Grafik runternehme und das will ich nicht. Gut, lassen wir es und geben wir es Stoff. Schauen wir, dass wir es gleich draußen haben, damit wir die Gewinne
hochprasseln. Die Storm Station wird dabei entwickelt, auch die Unterlizenzen gehen auch noch weiter. Wir sind beim Design schon über 1000, Technologie zieht nicht so schnell nach, aber erstmal die Bugs rausmachen, das ist wichtiger. Wir wollen doch keinen Addon mit lauter 100.000 Bugs rausbringen. Wie sieht es drüben aus? Die zwei arbeiten, wie sieht es hier aus? Die zwei arbeiten. So, und draußen ist es. Neuer Rekord in Sachen Design. Spiel wird veröffentlicht. Gehaltserhöhung passt. Auftragsarbeit. Gleich noch das weitermachen, dass wir gleich so ein bisschen Geld reinbekommen. Spielbewertung für Knights Crusade. Eine 10. Noch eine 10. Eine 9, okay. Und noch eine 10. So, Spiel ist draußen. Spielbericht erstellen. Forschung. Wir brauchen permanente Synchronsprecher noch. Und 3D-Grafikversion 5. Und ihr macht dabei die anderen Auftragsarbeiten ungefähr. So, ich habe noch welche. Das schafft ihr schon. Ich habe gute Mitarbeiter. Das muss man ihnen lassen. So, großer Messestand wieder. Eine Auftragsarbeit noch. Engine nicht wichtig für diese Art von Spiel. Startet das Spiel immer wieder neu oder was macht er eigentlich da? Ich weiß gar nicht. So, wir werden hier die neue Grafik reinnehmen. Wir nennen es MMO2. Dann kommt hier noch dazu, das haben wir schon, Verzeichnisbeziehung, das passt auch alles. Ich will eigentlich nur die Unterstützung dazu nehmen. Warum nicht, dass wir einen Großsprecher dazu nehmen? Und tun wir noch Minispiele auch rein. Und los geht's, Leute. Danach wird ein Urlaub fällig, ich weiß. Alter. Rein raus. Ich werde nachher mal fragen, was er da irgendwie versucht hatte zu machen. So, okay. Beste des Jahres. Irgendwie wiederholt sich das. Wir können mal einen mittleren Stand nehmen, damit wir nicht mehr zum Besten des Jahres werden. Sie entwickeln. Kostenmäßig sind wir sehr hoch. Das wird schon etwas kritisch jetzt werden mit den Einnahmen. Und ihr braucht Urlaub, ich sehe es. Ihr seid nicht mehr wirklich effizient. Wow, was war das? Die brauchen dringend dann Urlaub. Geht gar nichts weiter so. Okay, gut, okay, ich schicke euch in den Urlaub, sonst wird das nichts werden hier. Dann mache ich derweil alleine weiter und ihr kommt, wenn ihr zurückkommt, macht ihr dann weiter an den ganzen. Aber die haben ja gar keine Leistung mehr gebracht. Bist du wahnsinnig. Okay, es werden schon wieder Kosten. Es kostet nur noch das MMO. Jawohl, das war ein Kurzurlaub bei ihm. So gefällt mir das. Ja, auf einmal geht's schnell. Okay. Neues Spiel entwickeln. Thema wählen. Wir hatten jetzt
Ein Mittelalter RPG. Was könnte noch gehen? Ich glaube ja, postapokalyptisch. Rollenspiel geht auch. Auf MMOs. Natürlich ist es groß. Auf der Plattform PlayStation 4. Nee, wieso PlayStation 4? PlayStation 5. Das zahlen wir. Und PC. Spielengine MMO 2. Genannt. After Life. Ah, Nachleben. Schon in die Richtung. Probieren wir. 3D-Grafik ist um 5. Marketing gleich eine große Kampagne starten. So, wir haben die Leute ja schon gut ausgedeichselt und werden dann nicht mehr wirklich viel umändern. Die Unterstützung lassen wir. Wir könnten natürlich die Erfolge wegnehmen. Kriegt uns das Fähigkeitsbaum wegnehmen. Und die Unterstützung, Fähigkeitsbäume, Charakterentwicklung rein. Oh, das könnte interessant werden. Probieren wir. Mit Unterstützung von der 3D-Brille ein Rollenspiel rausbringen. Presseanfrage. Ja, ich gebe ein Interview. Welche Entscheidung? Mehr von Dialoge. Ist ein Rollenspiel, da auch sind die Dialoge wichtig. So. Ja, sind andere Fachleute genauso. Das ist ein Rollenspiel, das ist einfach. Wir lassen das derweil noch laufen, ja. Dialoge, prominente Synchronsprecher reinnehmen statt den normalen Synchronsprecher. Könnte den normalen, hätte ich eigentlich auslassen können. Naja, egal. Kennen wir Minispiele? Ne, Minispiele gehen sich leider nicht aus. Außer. Die Easter Eggs dann weg. Jawohl, schön. Hein Oliver ist noch nicht überfordert mit Level Design. Gut. Verkauft es natürlich nicht mehr gut, weil es schon neu als angekündigt ist, aber wir lassen es noch laufen. Ansonsten gehen sie zu einem anderen Spiel vielleicht. Wenn, solange das noch nicht draußen ist. So. Spielweltdesign. Ganz hoch. Ich will eine dynamische Welt haben. Ne. Autsch. Geht nicht. Geht das? Ne, kriege ich nicht hin. Das bekomme ich nicht hin. Dann lassen wir es lieber so. Okay. Ich hätte natürlich in der Zwischenzeit die Forschungs- und Station und so weiter abstellen können, aber die sollen noch arbeiten. Ich habe genug Geld im Hintergrund. Aber die Kosten werden schon sehr hoch von der Wartung. Sehr, sehr hoch. Und Leute. Jetzt noch die Bugs raus schnell. Ne, die bleiben da. Das können wir uns leisten, das geht noch. Mittlerer Messestand mal. Okay, der Hype ist auf jeden Fall hoch. Los Leute, weg mit den Bugs. Ja, ich weiß, ich habe hier den Spielmesser, es kommen viele Leute hin, nicht so viele, weil ich einen großen habe, einen großen Stand, aber reicht immer noch.
für Platz 28. Perfekt. Und draußen ist es. So, gleich eine Auftragsarbeit. Listen 4 wird in 2 Minuten vom Markt genommen. Spielebewertung. Jetzt wird's wichtig. Eine 8, jawohl. Eine 9. Ich glaube, das kann schön das andere ablösen. Eine 7. Und noch eine 8. So, und jetzt nehmen wir das vom Markt. Yep. Nights wurde vom Markt genommen. Es hat 647 Millionen Umsatz gemacht. So, Branchenhalt. Wir haben gerade erfahren, dass Stormwares sein MMO-Spiel Nights vom Markt nimmt. Das Spiel war für 48,9 Monate erhältlich und hat über 46 Millionen eingenommen. Nights war wahrscheinlich nicht profitabel, da die Instandhaltungskosten vermutlich höher als die Einnahmen waren. Fans und Nights haben ihren Unmut Luft gemacht. Ich hab doch ein neues MMO draußen. Afterlife. Egal. Denen gefällt's nicht, dass ich da eine andere Art von MMO rausgebracht habe. Soll mir egal sein. Wirklich. Ich hätte ein gleiches rausbringen müssen wieder. Scheinbar vielleicht. So, Forschung. Verbesserte Körpersprache. Training. Du brauchst noch mehr Design. Training. Du brauchst noch mehr Design. Technologie habe ich ja nichts, was da. Nee. Und du machst mir einen Spielebericht. Und ihr drei könnt noch eine kleine Auftragsarbeit machen. Ja, die kriegt. So, die Storm Station ist schon ziemlich weit. Schon wieder fertig. Ich hab noch was für euch. Zack. Jetzt spielt er wieder was anderes. Was zum Henker gemacht, ja. So, könnt ihr mal kurz. Alle fertig, du mit dem Spielbericht auch fertig und Postapokalyptisch bei großartig, Grafik sehr wichtig. Okay. Eine Fortsetzung von einem Spiel. Das ist doch ein MMO. Gerade nicht ganz, aber egal. Wir wollen von etwas Alten einen. Genau, Freelancer. Weltraum Action. Das werden wir. Freelancer 3. Weltraum Action für die PlayStation und für den PC. Spielengine Action New. Das reicht. Passt. 3D-Grafik Version 4. Ich brauche eine neue Action Engine. So, Story Quest braucht man natürlich nicht. Engine, ganz wichtig. Wir brauchen Videowiedergabe will ich, Online-Spiel will ich, Cloud-Spielstände, grundlegende Physik. Gut, noch dazu kooperatives Spielen, bessere Benutzererfahrung. Na, geht nicht. Ich jetzt bei mir recht nicht. Lass mir trotzdem dran. So, und weiter geht's. Bald brauchen wir eine Erweiterung. Wird als nächstes dann gleich programmiert werden.
sollte ich vergessen, noch kurz dann Dialoge weg. Das ist nicht so hoch, künstliche Intelligenz ganz nach oben und das brauche ich auch noch. Tschüss Parker, bist damit sehr fordert sein. Autsch. Na egal. Muss durch. Muss er durch. Marketing darf ich nicht vergessen. Eine kleine Kampagne bitte. Also mein Geld sehen wir nicht gut aus. So, Spielweltdesign runter. Grafik ist sehr wichtig, dann werden wir sie mitnehmen. Und das brauche ich auch noch. Das können wir alles wegtun. Ich nehme natürlich nicht an die Sounds dazu, wenn ich das schon hier habe. Das Parker ist schon überfordert, das weiß ich schon. Und Sound kommt hoch bis auf 100%. So. Gut, haus hin. Er ist überfordert, aber. Gehen nachher Urlaub alle. Recht viele Punkte haben wir hier nicht zusammengebracht. Ich kann scheinbar nur noch MMOs machen, die anderen Spiele gehen nicht mehr so gut. Ja, meine Leute werden noch sehr müde, immer schneller. Sind auch schon alt geworden. Komm, die Bugs müsst ihr doch noch rausbekommen. Oder auch nicht. Mittlerer Messerstand, das muss reichen. Ah, siehst, ich arbeite brav. Und fertig. Realistische Körpersprache ist möglich. Spielbewertung. Na, mal sehen, wie schlecht das Spiel geworden ist. Also wirklich gut war es nicht von den. Gefällt mir zwar, aber. So, gute Punkte hat es nicht bekommen. So. Spielbericht bitte. Bitte, das möchte ich eigentlich überspringen. Zack, zack, zack. Aber auch nicht mehr. Platz 28 geschafft, trainieren. Dir fehlt nicht mehr viel. Also machst du wirklich noch einmal den da. Und dir fehlt auch nicht mehr viel. Ah, da wird schon teuer. Ah, Freelancer nimmt gut ein. Das nimmt wirklich gut ein dazwischen. So, Spielbericht haben wir gleich. Und wichtig, deren Training muss dann auch gleich abgeschlossen sein. Okay, Engine, sehr wichtig, Plattformüberstellung perfekt. Das ganze Team sich konzentriert, das ganze Team war einfach nur müde. So, und die jetzt Addon entwickeln für Afterlife. Yep. So, gut, okay. So. Neue Forschung Software Development Kit. Was ist das? Keine Ahnung. Ah, doch.
Strong Quest ganz hoch. Jetzt wird's wieder interessant. Engine brauche ich natürlich nichts. Jetzt. Zack, weg. Gameplay. So, auch mal weg. Ich brauche moralische Entscheidungen. Fortschrittliche Sequenzen. Verzeihende interaktive. Dazu noch Charakter, die Unterstützung. Autsch. Oh ja, lassen wir mal. Budget bei euch geht ein bisschen runter. Projekt starten. Nehmen wir Codename Gerrit, ne, den ganzen großen. Wie weit seid ihr? Schwerpunkt. Sound oder Gameplay? Sound oder Gameplay? Ein Rollenspiel mehr auf Gameplay, sag ich mal. Die sind bald fertig. So, was sagen die? Für eine andere Fachtätte genauso. Na, sag ich doch. Ja, könnt ihr wieder Stone Station an. Porsche, in einer überraschenden Mitteilung hat Stormwheels ein Unternehmen bekannt für Spiele wie Knights bekannt gegeben, dass es an der Entwicklung einer eigenen Konsole arbeitet. Die Konsole heißt Storm Station und soll den hochqualitativen Konsolen von Microsoft und Wonig Konkurrenz machen. Wir sind gespannt, wie sich die neue Konsole am Markt behaupten wird. Ja, ich auch. So, künstliche Intelligenz weg, brauchen wir nicht. Dialoge hoch, ich will prominente Synchronsprecher, bessere Dialoge, Dialogbaum. Level Design passt, Easter Eggs weg, dafür Minispieler rein. Und schauen, dass ich die auch noch gut reinbekomme. Jawohl! So gefällt mir das. Und weiter geht's. Marketing, kleine Kampagne noch dazu. Und ihr bekommt noch ein bisschen mehr Geld. Das ist der Schnee. Okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Patch. Den macht mir jetzt er. So, Spielwelt Design. Sound, Soundtrack weg. Sounds und Grundtöne. Schauen wir mal, ob wir das so hinbekommen, wie ich es will. Geht da nicht mal. Nee. Dann nehmen wir Surround Sound lieber. So, okay. Und hier brauche ich natürlich Open World ist wichtig. Wird das Wirtschaftssystem wichtig? Hintergrundgeschichte, realistisches Wetter, Tag- und Nachtzyklus. Das wird schwierig. Probieren wir, wenn wir so viel reinhauen. Was tut das hier noch? Gut. Ein Patch hat er, sehr schön, das wird uns auch wieder ein paar Fans bringen, weil wir schon 1,8 Millionen haben. Aber man kann nicht genug Fans haben. Ja, wir machen schon Kosten damit, gut, dass wir jetzt den Patch ausbringen, Patch in die Erweiterung. So, die freuen sich, dass wir den Patch ausgebracht haben. So Leute, und raus mit den Bugs. Danach wird dann einen neuen Engine gefällt, würde ich mal sagen, für die Storm Station, für die Spiele. Für die guten Action- und RPG-Spiele. Und nächste Erweiterung, was wir rausbringen, geht natürlich gleich auf der Storm Station auch.
Zumindest hoffe ich, dass ich das hinbekomme. Und fertig. Neuer Rekord im Design. Perfekt. Gut, das Spiel kann man veröffentlichen. Katharina hat ein Level abbekommen. Neue Forschung, neue Quests. Und ich glaube mal, für diese Folge passt das. Nächste Folge wird die Storm Station hoffentlich dann draußen sein. Und ja, was ihr wissen wird. Bis dahin euch noch einen schönen Tag und Abend. Man sieht sich. See ya. Winter takes me now, of cold and clammy skin, of barren empty wounds, as I am born.